Ja, vielleicht haben Sie sich gewundert, dass da oben stand 3:1. Hat er nur geholt im ersten Parkkreuz, der Timo Boll, den wir hier sehen. Aber das hat eine ganz einfache Erklärung. Der TTV Gönnern hat sich entschlossen, nach der Vorrunde ihn sozusagen aufrücken zu lassen. Er spielt jetzt im oberen Parkkreuz in der Rückrunde. Und da hat es eben erst 4 Begegnungen gegeben. 3 hat er gewonnen, 1 verloren. Und im Moment, in diesem ersten Durchgang gegen Chen Zibin, den Topspieler aus Mülheim, sieht es sehr, sehr gut aus für Timo Boll. Er führt mit 16:9. Und Steffen Fetzer, ich glaube, das ist schon eine kleine Überraschung, dass Timo Boll, dieser Nachwuchsspieler, wenn auch der Super-Nachwuchsspieler, aber er ist immer noch ein Nachwuchsspieler, gegen einen so etablierten, erfahrenen Mann wie Chen Zibin so deutlich führt. Ja, sicherlich. Chen Zibin hat, glaube ich, die beste Bilanz oder die zweitbeste Bilanz in der Bundesliga. Für Timo Boll ist die erste Halbserie im oberen Parkreuzen gegen einen solch erfahrenen Mann 18:9 zu führen. Das ist schon eine steige Leistung bisher. Sie haben oft mit Timo Boll schon gespielt, Sie spielen im Doppel mit ihm. Was kann man sagen, was zeichnet ihn besonders aus? Es ist ja doch erstaunlich, dass ein so junger Spieler, der jüngste Bundesligaspieler überhaupt, den es je gegeben hat beim Deutschen Tischtennisbund, was zeichnet ihn besonders aus? Ja, ein sehr variables Spiel, hat vor allen Dingen keine Schwachpunkte. Also er ist eigentlich mit Vorhand und Rückhand gleich stark. Sein Vorhand-Topspin, Rückhand-Topspin sind eigentlich Waffen, die er jederzeit einsetzen kann. Und wie gesagt, seine größte Stärke ist, glaube ich, die Spielübersicht, die er jetzt schon mit 16 Jahren hat. Ich möchte fast sagen, sensationell, 21:9. Hier übrigens links Helmut Hampel, sein Trainer, der ihn geformt hat, der ihn genauso im Bereich des Hessischen Tischtennisverbandes trainiert hat, wie Jörg Roskopf. Hier hören wir mal hinein bei der Besprechung. Geht, über Mitte kurz zu gehen, auch die Aufschlag, Rückschlag, kurz, wenn es geht. Und dann musst du anfangen. Ab und zu mal zur Überraschung weit raus. Okay? Und denk dran, wenn der hinterm Tisch ist und spielt mit Rückhand, dann Tempo rausnehmen, weil er mit Rückhand arbeiten muss. Okay? Ja, aber super, war sehr gut gespielt. Auf geht's. So, come on. In einer solchen Situation 21:9 gewonnen, da braucht eigentlich der Trainer nicht mehr viel sagen. Er muss mehr sagen, Frank Hegenberger. Ja, der Helmut Hampel hat ja auch, glaube ich, nur noch mal die Taktik vorgegeben. Der Timo hat ja gemerkt, ich glaube, er hat eine sehr gute Taktik schon vor dem Spiel sich zurechtgelegt oder zusammen mit seinem Trainer besprochen. Die Taktik ist aufgegangen, aber sicherlich ist der Timo jetzt auch gewisserweise euphorisch und man muss ihn vielleicht noch mal dran erinnern, auf welche Punkte es jetzt im zweiten Satz drauf ankommt. Vielleicht war dieser Sieg im Pokalfinale der absolute Durchbruch auch im oberen Parkkreuz, sag ich mal, bei den Topspielern der Bundesliga für Timo Boll. Da besiegte er Erik Lind mit 2:0 und er schlug auch in einer ganz schwierigen Situation, nämlich beim 3:3 Gleichstand gegen Frickenhausen, als es also wirklich um die Entscheidung in diesem Pokalfinale ging. Da behielt er die Nerven und besiegte Qiu Jingxin, den Chinesen von Frickenhausen. Und wenn man in einer solchen Situation die Nerven behält als 16-Jähriger und das Pokalfinale entscheidet, das gibt doch enormes Selbstvertrauen für alle weiteren Begegnungen. Ja, ich glaube, er hat auch alle mit überrascht, dass er also wirklich in dem Pokalfinale der entscheidende Spieler war. Mit 16 Jahren bei 3:3 an den Tisch zu gehen gegen doch einen sehr erfahrenen chinesischen Spieler und dann eigentlich sehr souverän auch das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, das erzeugt doch eine Menge Respekt bei den Gegnern. Steffen, Sie haben mit beiden Doppel gespielt, sage ich jetzt einfach mal, mit Jörg Roskopf und auch mit ihm, mit Timo Boll. Beide sind Linkshänder, beide galten so eigentlich mit als die größten Talente im deutschen Tischtennis. Wenn Sie die beiden mal vergleichen, wie würde das aussehen, ein solcher Vergleich? Ja, ich denke, der Jörg Roskopf eigentlich die härteren Schläge, ja? Wobei Timo Boll, wie gesagt, eigentlich keine Schwäche hat. Er ist vielleicht im Blockspiel was besser, das heißt im passiven Spiel besser als Jörg Roskopf, hat dafür aber nicht so eine Waffe wie der Rückhand-Topspin zum Beispiel von Jörg Roskopf. Man kann schon erwarten, dass Chen Zibin sich das nicht gefallen lassen wird, dieses 9:21. Das ist ja fast eine Demontage eines Topspielers, was er da erleben musste in diesem ersten Satz. 4:3 allerdings schon wieder die Führung für Timo Boll. Chen Zibin, sagen Sie was zu ihm? Haben Sie gegen ihn schon mehrfach gespielt, nehme ich an? Ja, auch schon mehrfach gespielt. Chen Zibin hat eigentlich einen sehr gefürchteten Vorhand-Topspin. Er wird also sehr, sehr hart gespielt mit sehr viel Rotation. Seine Schwachstelle ist, glaube ich, die Rückhand, wo er eigentlich noch sehr passiv spielt, wo er eigentlich nicht Punkte macht. Er versucht eigentlich
nach dem Ausschlag direkt mit der Vorhand dann den Ball zu kommen und dann auch Punkt zu machen, wie man jetzt hier sehr schön sehen kann. Aber die Experten sind sich einig, wenn der Mann in Bestform ist, Chen Zibin, dann kann er in der Bundesliga jeden schlagen. Und er hat es bewiesen beim 2:6 gegen Borussia Düsseldorf, als er nacheinander Wladimir Samsonov, den Weltranglisten Ersten, den Weißrussen bezwang und eben auch Jörg Roskopf und in der Bilanz eben bei 18:5 Siegen steht. Also insofern dieses Zwischenergebnis hier schon sehr, sehr überraschend. Das ist natürlich für Mülheim ganz wichtig, dass Chen Zibin punktet. Wenn er nicht punktet, dann wird es natürlich ganz, ganz schwer, überhaupt noch etwas auszurichten in der Bundesliga-Partie. Sicherlich die vorentscheidende Partie, in welche Richtung das Spiel gehen wird. Wenn Timo Boll es schaffen sollte, Chen Zibin zu schlagen, dann muss man fast schon das Schlimmste befürchten für Mülheim. 9:6 wieder die Führung für den Deutschen, der wahrscheinlich auch mit dabei sein wird bei der Europameisterschaft. Ja, ich denke schon, die Nominierung wird jetzt nach den deutschen Meisterschaften, die am kommenden Wochenende stattfinden, in Saarbrücken erfolgen. Aber ich denke, dass Timo Boll sicherlich zu den 5 gehören wird, die nach Eindhoven zu den Europameisterschaften fahren. Hat ja auch sehr gute Ergebnisse erzielt in dieser Saison und er ist erst 16 Jahre alt. Ich glaube, dass er noch einige Jahre spielen wird und sicherlich erst am Anfang seiner großen Erfolge steht. Im Jugendbereich hat er ja in Europa alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Und ich glaube, dass er später auch im Herrenbereich Erfolge erreichen kann, die er jetzt bei den Jugendlichen erreicht hat. Der Chen Zibin, das sieht ein bisschen mutlos auch aus. Man hat das Gefühl, ihm fällt nicht so die rechte Waffe ein, die er gegen Timo Boll einsetzen soll. Hier ein weiterer Beleg, glaube ich, für diese Behauptung. Ja, ich glaube, er ist sich gar nicht bewusst, was passiert jetzt eigentlich am Tisch. Also wird förmlich überrollt von Timo Boll, der ihm eigentlich gar keine Chance lässt, gut zu spielen. Er übernimmt sofort eigentlich die Initiative, auch schon beim Rückschlag. Und Chen Zibin ist eigentlich immer in der Defensive, kann nur reagieren, nicht agieren und ist eigentlich völlig überrascht, was passiert. Wobei man sagen muss, der Mülheimer Chen Zibin ist ein Spieler, der von der Bundesliga heiß begehrt ist. So möchte ich es mal sagen. Man hört, dass auch der TTV Gönnern an ihm interessiert ist. Und der Manager Hartmut Merter hat heute in der Lokalpresse verlauten lassen, also bei uns könnte er sogar im oberen Parkkreuz spielen. Und das, obwohl ja Danny Heister und auch Timo Boll mit Sicherheit auch in der nächsten Saison für Gönnern spielen werden. Das ist also das Zuckerchen, mit dem man ihn locken will nach Gönnern. Aber es gibt auch andere Vereine, man hört auch von Borussia Düsseldorf. Also dieser Mann in der Bundesliga absolut heiß begehrt, auch wenn er in diesem Spiel alles andere als gut aussieht. Kann es sein, Steffen, dass vielleicht auch die allgemeine Situation, man liegt schon wieder klar hinten in diesem Spiel, dass das einen Spieler auch einfach mutlos macht, dass er sagt, Mensch, was soll's, ob ich jetzt gewinne oder verliere? Glaube ich nicht, Chen Zibin ist ja eigentlich die Situation gewohnt, denn Mülheim hat oft das Problem gehabt, dass sie zurücklagen, aber Chen Zibin hat eigentlich trotzdem seine Spiele gewonnen und war an Punkte gerannt, hat ja auch insgesamt erst in der Saison 5 Spiele verloren. Aber ich denke, ihm fällt einfach nichts ein. Er weiß nicht, was er machen soll. Timo Boll spielt eigentlich zu gut. Er macht kaum Fehler. Riskiert viel, spielt mit sehr viel Selbstvertrauen und lässt eigentlich Chen Zibin überhaupt gar keine Chance. Ja, ein wirklich erstaunlicher Zwischenstand. 18:10 für Timo Boll, der mit 4 Jahren das Tischtennisspiel begonnen hat. Zu Hause mit Vater Wolfgang. Und 12 Jahre später sieht man es, er ist zumindest in der nationalen Spitze angekommen und in seiner Altersklasse ist er zumindest mal europäische Spitzenklasse. Er ist der beste Jugendliche in Europa und mit Abstand würde ich sagen. Er hat ja auch schon im Herrenbereich einige etablierte Spieler geschlagen und ich glaube, dass er in sehr absehbarer Zeit auch in die Weltspitze vorstoßen kann. Vielleicht eher sein Ziehvater, Helmut Hampel, 21:9, 21:10, ein wahrhaft überraschendes Ergebnis gegen den Ersten von Mülheim, gegen Chen Zibin. Timo Boll bringt den TTV Gönnern weiter nach vorne. Wir sind gleich zurück in Gönnern mit weiteren Spielen.